Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir starten in den Endspurt der Saison 2020-2021. Drei Spiele verbleiben uns noch, davon sind wir zweimal auswärts gefragt. Es geht los am Sonntag beim FC Erzgebirge Aue, Anstoß dort um 13.30 Uhr. Wie wir das Spiel angehen, was der Trainer meint, wie viele Punkte wir auch noch insgesamt holen können, wie die personelle Situation aussieht, das kann uns alles der Chef sagen. Bitte, Steffen, deine Vorschau auf das Spiel. Ja, hallo erstmal. Also könnten es 9 werden. Wollen vielleicht auch. Die Schwierigkeit ist, ob die Gegner mitmachen. Das sollten wir uns mal dann nochmal... Schauen wir mal. Genau so sieht's aus. Nein. Ja, worum wird's gehen? Aue ist eine Mannschaft, die sehr, sehr zweikampfstark ist, die sehr, sehr, sehr kompakt spielt, die ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat, immer wieder auch über Testrot und Krüger immer in der Lage sind, dann auch aus dem Nichts viele gute Tore zu machen, gute Abschlüsse zu haben. Da gilt es natürlich, klar zu sein. Es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr aggressiv gegen den Mann arbeitet. Das muss uns klar sein. Das heißt, da fährst du nicht hin, egal ob beide Mannschaften durch sind, um einfach Fußball zu spielen, sondern du musst Fußball erarbeiten. Das ist in Aue immer groß geschrieben und das müssen wir auch. Und das wollen wir auch. Das heißt, wir wollen natürlich trotzdem sehen, dass wir da unsere Leistung bringen, dass wir an die positiven Ergebnisse der letzten Wochen anknüpfen. Und das wird auch Ziel von uns, dahin zu fahren, um die Möglichkeit zu haben, zu gewinnen. Personell sieht es soweit aus, dass bis auf Freddy Anou alle wieder ins Training eingestiegen sind, die letzte Zeit gefehlt haben. Vasi, Hühne, Cello, habe ich einen vergessen, sind alle wieder dabei. Müssen gucken, wie sie jetzt das Aronshima Okorochi, Entschuldigung, dass sie alle wieder im Training dabei sind. Dementsprechend haben sie alles mitgemacht. Schauen wir also morgen, wie die Kaderbesetzung aussieht, weil natürlich jetzt natürlich dadurch auch ja, wieder die Möglichkeiten sind, im Kader was zu verändern. Ja, grundsätzlich wollen wir an uns festhalten und mit Vollgas nach vorne spielen. Das war's erstmal und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ja, Steffen, vielen Dank für den Einstieg. Wir starten mit Peter Klute vom Westfalenbad. Hallo, Herr Baumgart. Sind im Vergleich zu Düsseldorf personelle Veränderungen zu erwarten? Du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber er möchte es natürlich etwas konkreter wissen. Ja, konkreter können wir davon ausgehen, dass im Kader sich was verändert. Bevor ich dazu aber rede, sollte ich dann das wirklich auch mit den Jungs besprechen, wie immer. In der Aufstellung wird es so sein, dass ich davon ausgehe, dass die Viererkette dementsprechend, so wie sie jetzt zum Schluss aufgelaufen ist, gerade auch durch die Verletzung von Freddy, so bleiben wird. Yannick wird im Tor bleiben. Ron wird auf der 6 positioniert und alles da andere davor. Da lassen wir uns die eine oder andere Situation dann wirklich auch offen, um dann wirklich auch zu gucken. Und zwar nicht, weil irgendeiner schlecht oder nicht schlecht gespielt hat, sondern weil es einfach darum geht, dass wir sehr, sehr gute offensive Möglichkeiten haben und da natürlich auch flexibel agieren wollen und auch bleiben wollen. Sie haben zuletzt Yannick Huth und Chadrak Akolo eine Chance gegeben. Bleiben die beiden in der Startelf und planen Sie, weitere Akteure aus der zweiten Reihe in die erste Elf zu berufen? Ja, bei Janek habe ich da mich ja klar so positioniert, dass es so sein wird. Alle anderen würde ich offen halten, wie weit das ist. Ich glaube, dass Chadi sich sehr, sehr gut integriert hat jetzt. Ich glaube, das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Es wird keiner hierher kommen und dann sofort spielen, sondern sie müssen sich reinarbeiten. Das hat Chadi gut gemacht. Ich finde, Kai ist auf einem sehr, sehr guten Weg wieder, jetzt nicht nur durch seine 2 Tore, auch insgesamt wieder Körpersprache, alles, was dazugehört. Ist also auch wieder eine Möglichkeit. Chris Führig, glaube ich, tat jetzt auch diese Tage, die wir frei hatten, wieder gut, um wieder Frische reinzukriegen und auf Sven und Dennis zurückzuführen. Weiß ich nicht, ob ich auf beide verzichten will. Deswegen ist das ein oder andere möglich. Ob wir es dann wirklich machen, hängt dann auch von der Aufstellung ab, von der taktischen Ausrichtung. Und lassen wir uns überraschen. Ja, du hast es schon angedeutet. Ich möchte die Frage aber nicht unterschlagen. Hühnemeier und Correa sind zurück. Bleibt Kaka erste Wahl, also Blick Innenverteidigung. Ja, bleibt da. Uwe Hünemeyer hat vor Wochen mal von 50 Punkten gesprochen. Die sind noch möglich. Wäre diese Marke für Sie ein gelungener Abschluss? Für mich ist alles ein gelungener Abschluss. Für mich ist die Leistung der Mannschaft ein gelungener Abschluss, da wir jetzt nicht immer davon ausgehen können, dass wir alles gewinnen. Weiß ich nicht, ob wir die 50 erreichen. Wir können sie erreichen. Ich habe gesagt, wir wollen in der Tabelle klettern. Das ist noch nicht so gelungen, wie ich mir das gerne vorgestellt habe. Da hoffe ich, dass wir einfach den nächsten Schritt gehen. Das ist auch möglich in den letzten 3 Spielen. Aber wir müssen es halt zeigen. Die Jungs arbeiten gut im Training, lassen sich nicht hängen. Und glaube ich, das ist immer ganz wichtig in solchen Situationen, wenn man das Gefühl hat von außen, und das meine ich auch von außen, dass man das Gefühl hat, es geht um nichts mehr. Doch, es geht um eine ganze Menge. Es geht um ein Fußballspiel zu gewinnen. Und das zeigen die Jungs. Und da freue ich mich drauf. Und deswegen glaube ich, dass wir durchaus den einen oder Punkt noch holen können. Wie viel, weiß ich nicht.
dass ich zufrieden bin und zufrieden sein werde am Abschluss dieser Saison. Glauben Sie mir, davon gehe ich fest aus. Wir gehen mal rüber zu Radio Hochstift, Thorsten Heggen. Guten Morgen zusammen. Haben sich angesichts der Quasi-Quarantäne seit Montag die täglichen Abläufe geändert? Ist die Mannschaft jetzt zum Beispiel länger als sonst im Trainingszentrum zusammen? Nein, diese Quarantäne ist ja eine Quarantäne, dass man sich dann wirklich vom Wohnort dann zum Trainingsgelände bewegt und wieder zurück. Das haben die Jungs hauptsächlich auch vorher gemacht. Ich glaube nicht, dass die Jungs dann immer wild links und rechts gefahren sind. Von der Warte her haben sich die Veränderungen oder gab es nicht so große Veränderungen. Thorsten Heggen beschäftigt sich zudem mit der Tabelle. Mit einem Sieg wäre klar, dass zumindest Aue hinter dem SCP bleibt. Ist das entsprechend ein Hintergedanke bei der Zielsetzung für Sonntag? Der Hintergedanke gibt es eigentlich keinen. Der Hintergedanke ist, dass wir in Aue gewinnen wollen. Und ich kann sagen, dass ich in meiner Zeit als Spieler und als Trainer noch nicht so oft in Aue gewonnen habe. Warum? Weil das schwer ist. Weil Aue heimstark ist, weil Aue sehr, sehr aggressiv agiert, sehr mutig dann auch zu Hause agiert. Und ich würde mich einfach freuen, in Aue die Möglichkeit haben zu gewinnen. Und da werden wir alles dran setzen. Ich habe bisher noch nicht so oft das Glück gehabt, da zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal da gewonnen habe. Also ist das schon ein bewährtes Ziel, aber nicht, damit wir in der Tabelle über ihn bleiben, weil das wäre dann einfach das Ergebnis von dem, was passieren könnte. Aber können ist nicht das, was vielleicht passiert. Aber wir werden alles dran setzen. Ja, wir machen nochmal weiter mit den besonderen Rahmenbedingungen momentan. Seit Montag quasi Quarantäne, ab Mittwoch Zwangstrainingslager. Wie gut gelingt es Ihnen, noch professionell damit umzugehen? Oder nervt es einfach nur noch? Also erstmal mit dem Zwang, nochmal, ich würde das gerne betonen, wir können uns darüber ärgern, wir können uns darüber aufregen, grundsätzlich haben wir ein großes Privileg. Wir haben Möglichkeiten gekriegt, unser Spiel fortzusetzen und ich glaube, wer in die unteren Ligen guckt, gerade im Amateurbereich, der weiß, dass wir ja, damit sehr demütig umgehen sollten. Also sollten wir auch alles tun dafür, was verlangt ist, das umzusetzen und ich glaube, das ist erstmal das Erste. Dass die eine oder andere Sache nervt. Ich glaube, da geht es uns genauso wie den Menschen draußen, dass wir einfach wollen, dass wir diese Zeit überstehen und dann ins Positive gehen können. Und das ist der nächste Ansatz. Also wird es auch nicht nerven und wir werden auch nichts ranlassen. Und dass wir professionell mit den Situationen umgehen, ich glaube, das sollte nicht nur Pflicht sein, sondern es gehört einfach auch dazu. Und das werden wir. Und das hat auch nichts immer mit Ergebnissen zu tun, sondern mit der Leistung und mit dem, wie trainiert wird, wie gemacht wird. Und so wie ich schon angedeutet habe, die Jungs trainieren sehr, sehr gut, ziehen sehr, sehr gut mit. Dass wir etwas leichter oder lockerer mit der einen oder anderen Situation umgehen, haben nichts mit der Leistung zu tun, sondern einfach, dass es natürlich schon so ist, dass wir froh sind, dass wir eben mit dem unteren Bereich nichts mehr zu tun haben. Frank Beinecke, Neue Westfälische, ist jetzt auch dabei und hat zwei personelle Nachfragen. Kai Pröger und Svante Ingelsson überzeugten zuletzt als Joker. Haben beide am Sonntag Startelf-Chancen? Wie alle anderen auch. Ich glaube, ich habe das ja auch mal in der einen oder anderen Situation dann auch angedeutet, wie wichtig es ist, wenn du von der Bank nachlegen kannst. Ich glaube, dass uns das in der Saison leider nicht immer gelungen ist. Das war auch ein Grund dafür, oder davon bin ich überzeugt, dass wir halt vielleicht den einen oder anderen Punkt zu wenig haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir gerade auch in den letzten Spielen das über die Bank sehr, sehr gut machen konnten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass beide im Kader sein werden, dass beide eine Chance haben werden zu spielen, ob von Anfang an. Das würde ich dann gerne erst mit den Jungs besprechen. Frank Beinecke guckt sich nochmal einen Spieler an, der früher auch bei uns gespielt hat. Haben Sie noch Kontakt zu Ben Zolinski und wie beurteilen Sie seine Leistungen, die er in Aue zeigt? Also Benno habe ich immer Kontakt, jetzt nicht immer jede Woche, aber mit Benno habe ich immer Kontakt. Benno ist auch immer ein Spieler, den werde ich auch immer weiter beobachten, weil zu Benno habe ich auch ein sehr, sehr gutes persönliches Verhältnis. Benno macht immer das, was er kann, er gibt Vollgas und das werden wir am Wochenende sehen. Ich gehe davon, dass er auflaufen wird und ich gehe davon aus, dass er alles daran setzen wird. Mit dem, was er hier immer gezeigt hat, mit seiner Aggressivität, mit seinem hohen Tempo, dass er uns da auch unter Druck setzen wird. Und ich freue mich einfach auf ihn. Ich freue mich, dass er gut angekommen ist in Aue, dass Aue eine sehr, sehr gute Saisonleistung gebracht hat. Und da hat er seinen Anteil dran. Und auf Benno freue ich mich immer. Dann habe ich noch zwei Fragen von Peter Klute hier. Wie ist der Ablauf vor der Partie und wann legen Sie den Kader fest? Der Kader wird morgen nach dem Training festgelegt. Wir werden morgen dann um 8 Uhr in unsere gewohnte Testbatterie reingehen, werden dann um 10 Training machen, danach werden wir uns Richtung Aue begeben. Ist auch eine Fahrt, die dann dementsprechend etwas länger ist. Sonst sind die Abläufe vor dem Spiel genauso wie eigentlich jedes Wochenende.
was die Sitzung angeht, was das Frühstück angeht, was das Mittagessen angeht. Da wird sich nicht viel verändern und dann schauen wir dann, wie es denn auch zu Ende geht. Ja, Steffen, Stichwort zu Ende gehen. Ich habe noch eine Frage von Peter Klute zu deiner persönlichen Zukunft. Hannovers Martin Kind hat angekündigt, dass er bis zum Wochenende auf eine positive Entscheidung von Ihnen hofft. Was sagen Sie dazu und wann gedenken Sie, bei einem anderen Verein zu unterschreiben? Also mit dem Unterschreiben wird es im Moment schwierig. Ich gehe relativ offen damit um. Das heißt, ich bin jetzt in der Situation, noch ein, zwei Gespräche zu führen und dann werde ich mich nächste Woche dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch entscheiden und die Zeit lasse ich mir auch. Ja, Steffen, vielen Dank. Ich schaue nochmal auf Monitor und ansonstige Geräte, ob noch zusätzliche Fragen eingetroffen sind. Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir dir und der Mannschaft eine gute Vorbereitung, eine gute Fahrt nach Aue und selbstverständlich auch ein gutes, erfolgreiches Spiel. Vielen Dank.